Hi Freunde, na, wir spielen heute eine kleine Runde Need for Speed auf der PS4. Ja, und, ja, ich weiß, mir ist manchmal ziemlich langweilig. Und zwar, ja, fangen wir doch direkt mal an. Ich mache das Solo-Spiel, würde ich sagen. Und ja, falls ich ein bisschen brülle, dann tut's mir leid, weil ich muss ein bisschen brüllen, weil die Kamera steht ein bisschen weiter hinten. Ich hoffe, er nimmt es gut auf und ich werde heute ein bisschen mit euch zocken, ja. Ich kann auch gerne den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, die Kamera steht wirklich ein bisschen scheiße, aber ich muss das heute ja mit der PS4 aufnehmen. Weil ich das mit der Kamera von hinten, weil ich das ja mit der PS4 zocke. Moment. Ja, ich hoffe, man sieht das ordentlich, aber ich weiß ja nicht, das ist heute ein bisschen scheiße, aber ich bin jetzt leise. Ich überspringe das mal, also ihr werdet mich kaum hören, weil ich mich aufs Fahren konzentriere. Dann könnt ihr mir jetzt hören. Richtig, Joe. Wie sieht's aus? Ich komm schon klar. Gib einfach runter. Wie läuft's bei dir, Richie? Das Tempo ist ganz schön heftig, Anna. Wir wussten, was uns erwartet. Hier geht's immer noch um die League. Na los, Jungs, ihr schaffen das. Geil. Falls ihr mich hören könnt, ich bin ziemlich schlecht im Autofahren, also... Okay, wir kommen jetzt nach Downtown. Stellt euch auf Ärger ein. Wir haben Gesellschaft. Rechte Seite. Ich hab sie jetzt vor mir. Mal sehen, was sie da machen. Shit, ich glaube, ich kenne den Kopf. Oh, wie süß. Ich mein's ernst. Er bedeutet Ärger. Das macht Spaß. Der Kopf ist verwirrt. Ich fahr hier alles um. Er gibt nicht auf, Anna! Wir auch nicht! Ja, du hast gut reden! Ich bin raus! Was zum Teufel? Richie! Richie! Ist er gerade echt abgehauen? Geworden. Das war. Shit, der Kopf ist noch. Falls ihr es jetzt hören könnt, ich bin richtig schlecht im Fahren. Anna, ich bin auf der Brücke. Dieser Kopf versucht dich zu. Okay. Wird ein bisschen längeres Video, Leute. Dann habt ihr mehr zum Gucken. Viel Spaß. Nein, ich klär das.
Oh hey, gib mir eine Sekunde. Komm rein. Das überspringe ich mal, das ist wahrscheinlich langweilig. Okay, als erstes fangen wir an, Charakter zu wählen. Ich nehme definitiv die hier. Ja. Okay. Die sieht irgendwie cool aus. Bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lukas. Wie kann ich helfen? Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Oh, jetzt kann ich ein Auto wählen. Ich glaube... Ich nehme den. Japanischer Tierstyle, sehr gut. Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Tut mir, für alle, die das sehen wollten, tut mir leid, Leute, aber das sprudelt. Wohin jetzt? Hier stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt's vor allem langgezogene Kurven, in Edenshaws viele Enge. Such dir ein Rennen aus und leg auf der Karte eine Route fest. Okay. Hab ich. Langsam mal. Bring den Wagen einfach an einem Stück an den Start. Ich fahre irgendwie runter. Sag mal, all diese Trophäen. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Kling. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut und ist damit zum Champion geworden. Ich fahre dann jetzt mal zu diesem Ziel. Er war offenbar gut. Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine Riesensache. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Genau wie jeder andere in der Stadt. Auf den Weg. Okay. Dann fahren wir mal ein Rennen, Leute. Mal sehen, was ich drauf habe. Hey, Dex. Sei nett zu meiner Freundin hier. Sie fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie ihn doch... Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück! Mir.
nichts draus. Ach Leute, ich bin schon noch besser. Ich bin so schlecht, Leute. Naja. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Naja. Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen und okay. Ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Also. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Hallo. Er ist geschlossen. Bin hier. Macht echt Spaß, Leute. Müsst ihr auch mal machen. Empfehle ich euch. Ich schreibe euch in den... Schreibt euch unten in die Infobox, wie das Spiel heißt. Das überspringen wir mal auch. Testfahrt abgeschlossen. Okay. Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Okay. Leider weiß ich jetzt nicht, wo ich... Hey, Dax hier. Ich hab deine Nummer von Lukas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Okay, ich guck mal auf der Karte, wo ich hin muss. Ich muss doch hier irgendwo hin. Beziehungsweise kann ich jetzt einfach rumfahren, so wie GTA 5 oder wie ist das? Ich kenne mich leider mit dem Spiel gar nicht aus. Also. Was ist das? Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lukas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Okay, da. Guck mal, da ist meine Freundin, so wie es aussieht. Genau, da muss ich hin. Okay. Thank you.
machen. Das klingt doch schon mal spannend. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Da vorne ist die, die ich verfolgen muss. Ja. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn ihr in Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von dir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du, mich jetzt nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet der mit mir? Und wie ich mit dir rede? Ich bin hier die Nummer Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er gerade echt Numero Uno gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Das kann ich ja gar nicht. Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Ah. Muss ich noch was wissen? Fahr das Rennen, dann reden wir. Alles klar, dann zeig mal, was du kannst. Okay, ich kann null Auto fahren, Leute, also jammert mich nicht voll, bitte. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Henko drauf. Schieb ab, Kenny. Aus dem Weg! Okay, zurück auf die Rennbahn.
Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Jo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die wie? Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst... Okay, was soll ich jetzt machen? Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten, Opfer eines Straßenrennens gemeldet. In Anfang war es fünf Frauen zeigt unterwegs. Ich höre die Karten. Scheiße, wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ich schicke dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahre zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade, ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter rennfahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Okay, das Rennen machen wir vielleicht noch in dieser Folge. Aber ich bin grottenschlecht, Leute, das sage ich euch jetzt schon mal. Deine erste Nacht und du gibst richtig Gas. Ich mag deinen Style, Rookie. Ich bin Erster! Ich bin nur noch so... Ah! Polizei, nein! Das muss nicht noch so bleiben. Und schon ist es vorbei. Nein! Warum sind die alle so gut? Entkommen. Ich bin schon wieder letzter Platz. Nein! Immer so Leute. Na.
Okay Leute, ich glaube, ich lasse das für heute stehen, die Folge, weil es hat keinen Sinn, dass ich das jetzt noch weitermache. Ich bin einfach viel zu schlecht, Leute, viel zu schlecht. Schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein und dann sehen wir uns irgendwann. Peace.